Ja, wir haben hier das Buch Silly Billy und Willy von Elizabeth Shaw, auch als die drei kleinen Schweinchen bekannt. Im Prinzip kann man jedes beliebige Buch nehmen, um daran zu zeigen, was man mit blinden und sehbehinderten Kindern so alles zu so einem Buch machen kann. Und ich schlage das einfach mal auf. Wir haben einmal die Bilder dieses Buches vereinfacht, so dass die für Kinder mit weniger Sehvermögen besser erkennbar sind. Das kann jeder machen, der einen Computer und einen Scanner zu Hause hat, also ein Bild einscannen und dann Details, die vielleicht stören oder nicht so wichtig sind, einfach wegnehmen, die Linien verstärken, die Kontraste verstärken, die Farben kräftiger machen, je nachdem auch, was für eine Sehbehinderung das Kind hat und was es halt gut sehen kann. Das sind also die Bilder, wenn das Kind noch was sieht. Da haben wir durchsichtige Folien draufgelegt, die kann man auch runterblättern. Und auf diesen durchsichtigen Folien, da steht der Text in Punktschrift. Es waren einmal drei Schweinchen, Silly, Billy und Willy. Drei Schweinchen gibt es natürlich auch und die können hier jetzt zusammen auf der Wiese spielen. Es waren einmal drei Schweinchen, Silly, Billy und Willy. Ja, die drei Schweine sind froh mit ihren drei Häusern und haben keine Angst vor dem bösen Wolf. Aber das wird sich bald ändern. Silly baute sich ein Haus aus Stroh. Und auch hier ist es wieder toll, wenn man echtes Stroh hat, wenn man auch sowas in echt angucken kann mit seinem Kind, beziehungsweise auch das Kind die betasten lassen, vielleicht auch reingehen. Das sind unsere Strohelemente. Die sind haften mit Klett auf diesem grünen Untergrund. Und die kann man jetzt so, wie man sich ein Haus vorstellt oder wie man sich auch wünscht, dass das Haus aussehen soll, so ein Haus zusammenbauen. Man kann diese Elemente eben auch für noch viele andere Dinge verwenden. Man kann Wege bauen und das Kind kann diese Wege abtasten mit den Fingern. Das ist eine gute Übung fürs spätere Blindenschriftlesen lernen. Also Linien mit den Fingern zu verfolgen. Genauso wie sehende Kinder ja auch die Zeilen in Texten sicher verfolgen können müssen, müssen blinde Kinder das genauso lernen. Also solche Materialien, die kriegt man einfach im Baumarkt. Man kann also solche Bücher mit relativ einfachen Mitteln auch selber herstellen. Wenn man ein Lieblingsbuch zu Hause hat und möchte das für sein Kind tastbar und zum Spielen und Gestalten machen, dann sind da eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Hier haben wir also flachgelegte Häuser, die wir jetzt aufstellen können. Auch das ist eine gute motorische Übung für ein Kind, das so hinzustellen, dass es auch stehen bleibt. Silly flüchtet also in sein Strohhaus. Und der Wolf kann jetzt kommen und das Haus wegpusten. Genau, und Silly muss sich aus dem Staub machen. Mama! Willy baut sich ein Haus aus Holz. Auch hier ist es wieder wichtig, dass man möglichst seinem Kind auch Originalbegegnungen ermöglicht, dass man auch mal bespricht, was gibt es eigentlich alles für Holz, wie begegnet uns Holz als Baum, vielleicht auch als morsches Holz, das im Wald liegt, aber eben auch als Holzbalken, als Bretter, als Furnier, als Sägespäne. Ein Finger tastet voraus, der andere hinterher. Man kann hier dann auch die Begriffe rechts und links erklären, also in welche Richtung geht diese Kurve hier, nach links und die nach rechts. Also auch das ist mit so einem flexiblen Holzpuzzle auf Kunstgras möglich. Ein
Auch das Holzhaus kann man hier schön aufstellen. Billy wohnt da schon. Und Silly natürlich auch, denn das Strohhaus ist ja schon weggepustet. So, und auch da kommt jetzt der Wolf und pustet. So, und jetzt gilt es wiederum wegzulaufen. Oft haben blinde und sehbehinderte Kinder nicht so viel Gelegenheit zu laufen, wirklich auch frei zu laufen, schnell zu laufen. Und diese Gelegenheit sollte man seinem Kind aber verschaffen. Auf einer großen Wiese, auf einem großen Platz. Und da kann man dann eben auch Fangen spielen. Man kann auf ein Ziel zulaufen und laufen mit vielen Richtungsänderungen, das letzten Endes dann auch die Orientierung im Raum schult. Willi baute sich ein festes Haus aus Stein. Hier baut sich Willi jetzt das Steinhaus. Dieses Puzzeln, das ist eben auch eine gute motorische Übung. Also diese einzelnen Teile hier abzunehmen, wieder hinzusetzen. Hier können wir jetzt auch eine richtige Tür bauen und ein richtiges Fenster. Und seinem Kind damit auch erklären, ja, wo ist denn eine Tür? Eine Tür ist natürlich immer so, dass man da auch reingehen kann. Wobei ein Fenster ein bisschen weiter höher ist, vom Boden aus gesehen. Ich brauche immer mehr Steine. Ich brauche mehr Steine, ganz viele Steine. Stein auf Stein, Stein auf Stein. Und die flüchten weiter zu Willi ins Steinhaus. Und da kann der Wolf jetzt pusten, so viel er will. Und pustet, so lange bis er platzt. Ich werde ihn pusten. Die drei sind froh und glücklich, dass die Gefahr gebannt ist und leben zufrieden in ihrem Haus aus Stein. Hallo!